Ich habe hier das absolute Strandparadies gefunden und nicht mal Lonely Planet hat das auf dem Schirm. 3 Wochen lang reisen wir durch die Halbinsel Yucatan. Von Cancun bis Palenque. Alles nehmen wir mit. Während wir in Teil 1 und 2 unserer Yucatan-Reise den perfekten Strand in Tulum gefunden haben und atemberaubende Ruinen im Urwald von Palenque bewundern durften, geht es in Teil 3 unserer Reise nach Mérida und Valladolid. Der perfekte Wechsel zwischen karibischen Cityflair und den traumhaftesten Zenoten Yucatans. Ich bin Mike, Reiseliebhaber, Food-Konnoisseur und Geschichtsfreak. Und in diesem 3-teiligen Vlog erzähle ich euch alles, was ihr wissen müsst, um ins mexikanische Paradies abzutauchen. Let's go! Willkommen zu Part 3. Wir sind hier in Sisal, dem eigentlichen Strandparadies von Mérida. Ich sag eigentlich, weil momentan sind hier sehr viele Algen und man kann das richtig blaue Wasser leider nicht ganz gut sehen. Dennoch ist es ein wunderbar schöner Strand und man kriegt hier so ein bisschen die Vibes, die Tulum und Cancun wahrscheinlich so vor 50, 60 Jahren hatten, als es alles noch kleine Fischerdörfer waren. Ziemlich gemütlich, hier sind 2, 3 Restaurants, man kann hier so ein paar Ökotouren machen, um Flamingos zu sehen. Die heben wir uns aber für später auf. Wir sind hier einfach mal, um ein bisschen den Strand zu genießen. Und dann geht's weiter nach Mérida. Einen Nachteil hat man übrigens, wenn man den perfekten Ort findet. Es gibt nur eine Straße und die ist versperrt und jetzt müssen wir durchs Gebüsch. Geilo! Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Immerhin wartet mit Mérida ein wunderschönes Highlight auf uns. Umgeben von Maya-Kultstätten und den Yucatan-üblichen Zenoten ist die Stadt die größte der Halbinsel. Dazu gehören Kolonialbauten, die bis ins 16. Jahrhundert zurückdatierbar sind und ein faszinierendes Nachtleben rund um die Cantinas. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, erstmal zur Unterkunft. Wir sind hier im Casa Lobé und wie ihr seht, gibt es hier einen Pool, aber das ist gar nicht das richtige Highlight für mich hier. Das ist ein perfektes Apartment. Wir haben ein kleines Zimmer bekommen mit 2 Betten drin. Die Wertung bei Booking.com ist 9,6, deswegen kann man schon viel erwarten und die beiden Hosts sind super lieb. Das Airbnb ist etwa 1 Kilometer weit entfernt von der Innenstadt. Das ist vielleicht das einzige Manko. Dafür geben sie aber super Tipps, was man drumherum finden kann. Mein Highlight sind natürlich die beiden Hunde, die sie haben, Rolo und Valentin, die beide super süß sind und beide gerettet wurden. Außerdem haben sie noch Obstbäume. Also sie haben hier einen Orangenbaum, dann so einen Avocadobaum, der solche riesigen Avocados hat. Es ist einfach perfekt. So, jetzt gehen wir aber nach Mérida rein und zwar zur Free Walking Tour, weil damit starten wir in den Tag. Die Stadt ist auch viel grüner, als ich erwartet habe. Ich habe jetzt gedacht, dass es einfach sehr viele enge Gebäude sind, typischer Kolonialstil. Aber hier gibt es so viele Parks mit richtig vielen Palmen. An jeder Ecke ist ein neuer, schöner Park. Und was cool ist, in jedem Park gibt es Free Wi-Fi. Deutschland, schneidet ihr davon mal eine Scheibe ab. Wir haben direkt um 10.30 Uhr die Tour genommen und mit unserem Guide Fernando, der definitiv auch die richtige Portion Humor hatte, konnte man nicht nur einiges über die Stadt und wichtige Gebäude erfahren, sondern hat den Rundumschlag zur Geschichte Yucatans bekommen. Wusstet ihr, dass Tacos al Pastor von der syrischen Minderheit geprägt wurden? Und zwar von der Shawarma-Kultur? Ich auch nicht, aber ich drifte ab. Wir sollten lieber wieder über Mérida reden. Der große Platz, ich glaube, der heißt Gran Plaza. Und der ist super interessant, weil nicht nur Free Wi-Fi hier ist, sondern es ist einfach eine Kathedrale mittendran. Und die Kathedrale ist im 16. Jahrhundert gebaut worden, innerhalb von 30 Jahren. Ziemlich schnell, wenn man bedenkt, heutzutage werden Kirchen, oder damals haben Kirchen fast 200 Jahre Bildungszeit gehabt. Die Kirche wurde halt so schnell gebaut, weil man halt sehr auf Verschnörkelung verzichtet hat, innen und außen. Deswegen ist sie sehr schlicht, ist aber auch trotzdem sehr markant. Ansonsten gibt es noch den Palast der Unabhängigkeit, also der Unabhängigkeit Yucatans und sehr viele alte Gebäude. Zum Beispiel mein Highlight ist das Montejo-Haus, also Francisco de Montejo. 3 gab es davon. Die sind so ein bisschen die Gründer der spanischen Städte hier. Die haben Campeche, wo wir schon waren, gegründet. Sie haben Mérida gegründet, Valladolid auch.
Und das Haus ist von 1542 und 400 Jahre lang war es im Besitz der Familie, bis es dann an eine Bank abgegeben wurde. Also ziemlich cool. Er erklärt natürlich auch, dass Mérida so Kulturhauptstadt ist. Also sehr kulturell wichtig für die Mayas und für Yucatan selbst ist natürlich die wichtigste Stadt hier. Es gibt eine Universität, es gibt aber auch sehr viele Museen und einige sogar for free. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall mal informieren, wenn ihr euch die anschauen wollt. Ich glaube, hier kann man sehr viel erleben, sehr viel sehen. Deswegen, wir gucken uns mal den nächsten Teil an, weil Mérida ist nicht nur für die Kultur interessant und für die Geschichte, sondern auch für Essen. Und kulinarisch ist es ja immer sehr wichtig für uns, oder? Und hier zeigt sich Meridas Herz, oder sollte ich eher Magen sagen, von der leckersten Schokolade. Und noch ein kleiner Geheimtipp, hier bei Chi Chocolate, das ist so ein Schokoladenmuseum, der Laden von denen, die haben mega geiles Schokoladenfrappé, himmlisch gut. Bis hin zu traditionell yucatanischer Küche. Mérida ist das kulinarische Zentrum der Halbinsel. Aber wir fangen mal am Anfang des Tages an, mit dem Frühstück. Und zwar waren wir bei Soko. Und die hatten einen atemberaubend geilen Kakao bzw. eine Hot Chocolate. Und geile Croissants und Kuchen, das ist einfach unglaublich lecker. Aber wenn wir über das andere Essen reden, dann müssen wir ja auch über Getränke reden, weil hier gibt es ja auch sehr viele Margaritas, Craft Beer und Co. Aber das Ganze gucken wir uns lieber mal abends an. Okay, es ist noch nicht ganz dunkel, aber es lohnt sich vorher noch einen kleinen Ausflug zu machen, und zwar zur Prachtstraße der Stadt. Ich schreibe den Namen hier mal rein, weil ich konnte ihn nicht aussprechen. Das Coole ist, die Allee wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und an dieser Straße sind jede Menge Villen. Und das war diese richtigen Edelvillen. Dabei kriegt man ein komplett anderes Gefühl als in der Innenstadt, wo alles relativ nah zugebaut ist, alles kleine Häuser sind. Hier ist alles sehr weitläufig und riesige Villen. Und das Perfekte ist, es ist einfach alles noch nah an der Calle 60. Und zwar die Calle 60 ist die, wenn man so will, Barstraße. Und die Calle 60 ist somit die interessanteste Straße. Denn ab 8 Uhr abends wird sie für Autos gesperrt und nur Fußgänger können durchlaufen. Bars an jeder Ecke. Und es ist der perfekte Zeitpunkt, um die Abendunterhaltung zu beginnen. Bevor wir uns aber dem Alkohol widmen, brauchen wir noch etwas Grundlage, oder? Kulinarisches aus Yucatan. Und wer jetzt an Tacos denkt, liegt falsch. Zum Beispiel gibt es hier den Queso Relleno, einen Käseball gefüllt mit Hackfleisch in einer schönen milden Soße. Definitiv empfehlenswert. Das bekannteste Restaurant für die lokale Küche ist übrigens La Chaya Maya. Aber ich empfehle das Essen einer La Cantina. Davon gibt es in Mérida jede Menge. Das sind so Art Bars eigentlich. Bars, Restaurants, Tanzlokale. Also alles in einem. Und die sind so wunderschön. Ich glaube, das ist das, da hatte ich the most Mexican moment ever. Also man geht da rein, überall wird getanzt, Salsa wird gespielt. Man kriegt was zu essen. Das Interessante ist, man kriegt auch, wenn man einfach nichts zu essen will, ein paar Snacks, bei denen man sich testen kann. Erdnüsse und Co. Die kosten dann irgendwie gefühlt einen Euro umgerechnet. Und das Beste ist natürlich die Margaritas. Jumbo Margarita in La Negrita zum Beispiel für 100 umgerechnet. Das sind, glaube ich, 4 Euro etwa. Wir haben zwei La Cantinas ausgetestet. La Negrita ist die wohl bekanntere und größere, weil sie relativ nah an der Innenstadt ist und sie ist riesig von drin. Man sieht einen großen Baum in der Mitte. Alles ist mit Murals vollgemacht und es ist einfach wunderschön. Was ich auch noch empfehlen kann, ist El Cardenal. Ist ein bisschen weiter draußen, dafür nah an unserem Hotel. Dort kann man super essen, relativ billig, für 100 bis 120 kann man gut trinken und auch da gibt es Live-Musik und es ist einfach perfekt. Und nach diesem perfekten Abend sollte man sich bei den Temperaturen nochmal abkühlen gehen. Dafür fahren wir nach Progreso und genießen einen wunderschönen Strandtag. Während Seaside sehr klein und gemütlich war, erinnert Progreso mit seiner Strandpromenade an Touristenzentren wie Mallorca oder der Costa Brava. Hier gibt es übrigens auch einen Schweinestrand. Neben den süßen Hütten kann man hier waschechte Schweinchen sehen, die sich sonnen und manchmal sogar im Wasser abkühlen. Das konnten wir aber leider nicht sehen. Hat sich aber trotzdem gelohnt. Jetzt geht es aber weiter zu unserer letzten großen Station vor der Abreise. Willkommen in Valladolid. Dieser Ort darf auf keiner Reise-Itinerary in den Süden Mexikos fehlen. Die atemberaubendsten Zenoten der Welt, ein wirklich cuter Ort und eines der 7 neuen Weltwunder. Aber bevor wir die Pyramide erklimmen, gibt es erstmal eine Abkühlung. Wir haben in Tulum im ersten Teil ja schon eine Zenote gesehen, aber jetzt sind wir im Zenotenhochland. Hier gibt es jede Menge Zenoten, gefühlt an jeder Ecke. Und die erste Zenote, die wir uns angeguckt haben, ist Oxman. Und die ist so atemberaubend geil. Ein riesig tiefes Loch, in das man runter gucken kann. Bäume mit übelst langen Wurzeln und das absolute Highlight, eine Swing.
Also eine Schaukel, an der man sich ins Wasser schleudern lassen kann, ins Wasser werfen lassen kann. Mega geil. Das Coole an dieser Zenote? Oben gibt es noch leckere Kokosnüsse, Cocktails oder man kann die Sonne am Pool genießen. Hier kann man definitiv ein paar Stunden verbringen. Die nächsten Tage werden wir noch einige Zenoten uns angucken und Chichen Itza. Jetzt gehen wir aber erstmal zurück in die Stadt und gucken uns die mal genau an. Valladolid ist jetzt nicht vergleichbar mit Campeche und Merida. Nicht nur, weil es nicht so groß ist, sondern auch, weil es jetzt nicht so viele Highlights hat. Auch wenn es historisch immer noch unheimlich wichtig für die Mayas war. Immerhin waren hier die Kastenkriege sehr groß. Die Highlights sind wahrscheinlich die Kathedrale hinter mir und der große Mainplatz, wo sehr viele Leute sitzen und entspannen. Man kann hier so ein bisschen flanieren. Aber das heißt nicht, dass Valladolid uninteressant ist. Immerhin sind hier sehr viele Zenoten drumherum und Chichen Itza, die wahrscheinlich wichtigste Maya-Stätte von allen. Und ein Highlight ist natürlich, weil die Stadt viel kleiner ist als zum Beispiel Campeche oder Merida, ist das Essen auch viel billiger und dennoch super lecker. Also wenn ihr auf mexikanische Küche steht oder Yucateca-Küche, dann ist das ja der perfekte Ort, um mal richtig billig und richtig gut essen zu gehen. Oder zum Beispiel eine Marquesita mitten in der Innenstadt. Ich glaube, das teste ich heute mal. Aber bevor wir uns den Fressarien widmen, hier ein kleiner Einblick in unser Hotel mit Mini-Pool, kleiner Entspann-Area und vor allem einem riesigen Zimmer und das Ganze einen Steinwurf von der Innenstadt entfernt. Okay, lasst uns mit dem perfekten Frühstück starten. Ich krieg Hunger. Hier gibt es mitten im Ort auch direkt so eine Art Fressmeile. Und hier habe ich mir ein paar Chucos geholt, so eine Art yucatekische Tacos. Dazu eine Schokomilch und das Ganze für umgerechnet 4 Euro. Als nächstes werden wir jetzt mal nochmal Tamales probieren. Dabei handelt es sich um Gemüse oder Fleisch, das in Bananenblätter gefüllt wird. Sieht aus wie ein Burrito, schmeckt aber komplett anders. Und die besten davon gibt es hier, wie ihr Name schon sagt, bei La Palapita de los Tamales. Aber wenn ich schon Burrito sage, ne? Den besten meines Lebens hatte ich hier in Valladolid, in einem schönen Hinterhof mit Tortilla-Chips als Vorspeise. Schaut euch diesen Burrito von Yakunai an. So viel Gemüse, so leckere Guacamole, sowas Saftiges, da will ich direkt wieder hin. Generell gibt es in Valladolid natürlich viele kleine Restaurants und sogar Familien kochen zu Hause für Touristen, da kriegst du das perfekte Frühstück. Aber das war genug Herzhaftes. Wir holen uns jetzt noch einen kleinen süßen Mitternachtssnack, oder? Zum Abschluss habe ich mir noch Marquesitas geholt. Das ist so eine Art, naja, ich würde sagen, mexikanischen Crepe. Den gibt es an jeder Ecke in Mexiko. Also wirklich überall gibt es Marquesitas. Und das Eklige ist normalerweise, also eklig, naja, ne, aber normalerweise essen die mit Nutella und Käse. Also Gouda, nichts anderem. Okay, aber keine Angst, wenn es ums Essen geht, ich werde noch ein extra Video machen, wo ich nur über das Essen reden werde. Denn jetzt gehe ich erstmal ins Bett und morgen geht es dann zu den Zenoten, den eigentlichen Highlights. Eigentlich wollten wir mit der Zenote beginnen, die mitten in der Stadt ist. Die Zenote Zaci heißt sie, glaube ich, und ist relativ billig mit 30. Die war aber noch nicht offen. Deswegen sind wir zur most Instagrammable Zenote ever gefahren. Soy Tun. Ich habe gehört, es sind super lange Schlangen, aber wenn man früh genug hier ist, hat man Glück. Und wir hatten Glück. Kaum Leute da. Es ist noch eine Untergrundruine mit so einem kleinen Lichtkegel und in der Mitte ist so ein richtig schöner Weg. Natürlich sind die Leute eigentlich nur da, um Instagram-Bilder zu machen, aber man kann auch cool schwimmen mit Fischen und es ist echt wunderschön. Wir sind jetzt an dem absoluten Highlight aller Zenoten angekommen. Ich versuche gar nicht erst den Namen auszusprechen, das ist für mich einfach unmöglich. Aber sie ist unheimlich gemütlich, weil sie erstens relativ weit außerhalb ist, heißt man muss schon mit Auto hinkommen. Das zweite ist, man kann hier zu Ekbalam, das sind Ruinen, die in der Nähe sind, die super schön sind. Die werden wir aber skippen, weil wir uns morgen Chichen Itza angucken werden und das wird unser letztes Ruinen-Highlight sein. Ja, ansonsten, die Zenoten sind wunderschön. Richtig schönes, tiefes, helles Wasser. Es gibt einen Wasserfall, es gibt eine Rutsche, es gibt eine Rope. Und man kann sich hier super entspannen. Ach, und noch ein paar kleine Tipps. Sollten die Zenoten mal mit Touris überfüllt sein, wartet einfach. Die meisten kommen in Reisegruppenwellen an und zwischen den Bustouren ist es meist sehr ruhig. Und schaut euch gern noch ganz andere Zenoten an. Hier gibt es hunderte und ich bin mir sicher, dass jede davon was Besonderes hat. So, nun aber ab zur letzten für uns heute. Dafür noch diese hier. Ein riesig tiefes Loch, ein schöner Wasserfall, ein Steg. Kann man auf jeden Fall genießen. Bestimmt nicht die beste Zenote, aber ganz ehrlich, jede Zenote ist so wundervoll. Und von hier ist es auch ein Katzensprung weiter zu unserem nächsten Punkt, und zwar Chichen Itza. Es ist 7.45 Uhr, Leute, es ist relativ früh. Wir haben etwas außerhalb von Chichen Itza geparkt, an der Straße, weil da müssen wir keine Parkgebühren zahlen. Wir wollen ein bisschen sparen, denn Chichen Itza ist super teuer. Also in Palenque habe ich mich ja schon ein bisschen gewundert über die Preise. Hier sind es aber 500 pro Person.
recht teuer. Generell ist die Region recht teuer. Also Zenoten zum Beispiel kosten auch 150 pro Person jedes Mal. Wenn man da 4-5 macht, summiert sich das. Wichtig aber auch ist Timing. Denn wir sind jetzt so früh hier, damit, weil es leer ist. Wichtig für euch zu wissen, in Valladolid kommen sehr viele Tagestrips an. Aus Cancun, aus Merida, aus Tulum. Deswegen ist es wichtig, dass ihr immer relativ früh an den Orten seid, bei den Zenoten. Weil dann habt ihr so gut wie keine Leute um euch rum und könnt es richtig genießen. Also Leute, wir sind jetzt hier und hinter mir das berühmteste Bauwerk, El Castillo. Es gehört zu den 7 Weltwundern, zu den 7 neuen Weltwundern, ehrlich gesagt, die in den 2000er Jahren gemacht wurden. Das Interessante an diesem Ding ist, Chichen Itza ist die größte Maya-Stätte überhaupt. Deswegen ist es das absolute Highlight, wenn man Ruinen sehen möchte. Sehr viele Leute hier, auch um diese Uhrzeit schon, dennoch mehr als sehen wert. Was man wissen muss, mehr als 90.000 Leute haben in der Hochzeit, so ums 11. Jahrhundert hier gelebt. Deswegen ist die Stadt, gehört sie wahrscheinlich damals zu den Top 15 der größten Städte der Welt. Und wir gucken jetzt noch ein bisschen rum, weil hier gibt es noch ein paar richtig geile Plätze, zum Beispiel die Heilige Zenote und einen riesigen Ballplatz. Nicht alle Plätze sind überlaufen. Wir sind zum Beispiel jetzt gerade am Platz der 1000 Pillars, also der 1000 Säulen. Und hier ist es relativ ruhig, es fühlt sich fast an wie im Wald. Man kann ja auch richtig schön diese Maya-Hieroglyphen, nenne ich sie mal, Maya-Abbildungen auf den Steinen sehen. Das ist echt wunderschön. Falls ihr euch über die klatschenden Leute wundert, das machen die wegen der Akustik. Und zwar, wenn man hier klatscht, dann klingt es so, als würde das von der Pyramide zurückprallen und es klingt wie ein Vogel. Ziemlich weird. Alright, weiter geht's. Was heute Twitter und Social Media ist, war früher das Observatorium hinter mir, also der Ort, wo sehr viele Sachen angekündigt und announced wurden. Und auch Forschung stattgefunden hat. Das ist nicht wie bei Social Media. Tor, Tor in der 90. Minute. So etwa muss ich das damals angefühlt haben, weil wir sind hier im größten Sportplatz der Mayas. Hier wurde, naja, irgendein Spiel gespielt, das die Mayas halt gespielt haben. Sie mussten das Ding durch die Löcher da oben schießen und das mit der Hüfte, Kopf oder den Schultern gar nicht so leicht. Und wenn man es nicht geschafft hat, wurde man geköpft. Keine Ahnung. Hier wurden aber auf jeden Fall welche umgebracht. Und wenn wir schon mal umgebracht sind, dann gehen wir doch mal zur Heiligen Zenote. Hinter mir ist die Heilige Zenote und die ist nicht nur cool, weil es eine Zenote ist, sondern da wurden einige Menschen geopfert über Jahrhunderte. Deswegen hat man da einiges an Gold, Jade und Schmuck gefunden. Ziemlich cool. Chichen Itza an sich lohnt sich auf jeden Fall. Ja, es ist super überfüllt. Ja, hier sind viele Händler. Ja, es ist arschteuer. Aber wenn man nur ein Funkinteresse an Geschichte hat, muss man hier hin. So Leute, das war's. 3 Wochen Urlaub sind vorbei, 3 Videos sind vorbei, aber ich habe noch ein paar Highlights für euch. Also ich werde noch ein paar Videos machen zu den größten Highlights, die ich gesehen habe, wie man hier überhaupt richtig hinkommt, was man essen sollte. Das alles werde ich nicht nur auf YouTube bringen, sondern auch kleinere Videos auf TikTok und auf Instagram. Bleibt also dran. Ich gehe jetzt noch ein bisschen nach Urlaub machen. Ich habe noch ein bisschen Bock auf Sonne, ihr seid jetzt aber nicht mehr dabei. Genießt noch ein bisschen den Ausblick. Haut da rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, abonnieren.